Herzlich willkommen in der 30 Works Galerie. Heute Abend beschäftigen wir uns mit einer der höchsten Disziplinen, die es in der Malerei gibt, nämlich mit der realistischen Malerei. Dazu habe ich eingeladen den 30 Works Künstler und Maler Dirk Schmidt, der Ihnen heute vorgestellt wird von meiner geschätzten Kollegin, der Kultur- und Kunstjournalistin Jorga Schmidt-Juncker. Ihnen einen vergnüglichen Beitrag. Danke. Willkommen zu unserem neuesten Video und heute habe ich die Ehre, nicht nur einen brillanten Künstler, sondern auch einen begnadeten Redner hier zu haben. Willkommen, Dirk Schmidt. Ja, hallo Jörg. Grüß dich. Du hast gut hergefunden in deiner Stammgalerie, oder? Auf jeden Fall. Es ist nicht so wahnsinnig weit, da ich auch in Köln ansässig bin, finde ich die Galerie blind. Sehr schön. Köln ist genau das Thema. Denn du hast hier in Köln studiert, an der Fachhochschule für Kunst und Design. Und wir kommen nämlich steigen genau ins Thema ein. Du hast dich schon zu Beginn deines Studiums der realistischen Malerei verschrieben. Mhm. Jetzt muss man sagen, das war ja in Mitte, Ende der 80er. Die jungen Wilden gaben den Ton an zu der Zeit. Hier in Köln nochmal speziell die Mülheimer Freiheit mit dem Neo-Expressionismus blühte. Du bist an die Fachhochschule gegangen, hast dich für die realistische Malerei, was ja ein regelrechter Anachronismus zu der Zeit war. Ja, schon. Was hat dich daran fasziniert, an dieser eher klassisch-akademischen Ausrichtung, dass du bewusst gegen den Strom der damaligen Zeit geschwommen bist? Ja, okay, da muss man ein bisschen ausholen, und zwar dahingehend, da spielen eigentlich zwei Namen eine Rolle. Der erste Name ist eigentlich mein erster Kunstlehrer, den ich hatte, Ende der 70er Jahre, der Paul Greven. Kölner Künstler, der quasi mein Talent entdeckt hat, so mit 11, 12 Jahren. Und der hat mich sehr früh schon geschult im kunsthistorischen Bereich. Das heißt, mit dem bin ich wirklich über Jahre durch die Kunstgeschichte gegangen und habe vor allen Dingen die Freiheiten, die sich das 20. Jahrhundert genommen hat, über ihn kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Und dadurch natürlich mit Ende, sage ich mal, des 19. Jahrhunderts, also mit dem Impressionismus, daraus folgend dem Expressionismus, dem Surrealismus, dem Kubismus, diese ganzen Ismen kennengelernt. Die Ismen. Die Ismen. Die bösen Ismen. Und na, die sind ja gar nicht böse, aber die zeigten halt einfach, dass es immer wieder einen Neuaufguss unterschiedlicher Ideen gab. Und die einzige Konstante, die ich dabei entdeckte, das war der Realismus. Mhm. Er hat nämlich durchgehend durch das 20. auch bis ins 21. Jahrhundert Bestand gehabt. Und das war eine Konstante, die habe ich quasi als universell für mich entdeckt. Mhm. Und dementsprechend bin ich ihr gefolgt dann auch. Der zweite Name, der wichtig ist, ist der Name meines Professors, das war der Dieter Krämer, mhm. mit dem wir immer noch gut befreundet, auch mit dem Paul Greven. Wir grüßen auf jeden Fall beide, Paul und Dieter. Und Dieter Krämer hat mich einfach von Anfang an gestärkt in meinem Tun. Er ist einer der führenden Realisten Deutschlands, mhm. und der hat mich dann auch früh mit dem Künstler Sonderbund in Verbindung gebracht, das ist die Realistenvereinigung. Mhm. Für die du auch tätig bist. Genau, mit Sitz in Berlin, und da bin ich natürlich gut beheimatet mit all den anderen deutschen Realisten, die da vertreten sind. Sehr schön. Wir stehen hier vor einem deiner Bilder, das trägt den Titel Wanderlust. Mhm. Jetzt kurz für die Follower ein ganz winziger Exkurs, und zwar die Wanderlust ist ein Sujet aus dem späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert, wurde in der Literatur von Schiller und Goethe vertreten und in der Malerei natürlich transportiert und zelebriert durch die berühmten Romantiker wie Caspar David Friedrich, Carus und auch Jakob Philipp Hackert. Was hat dich dazu bewogen, dich dieses Themas anzunehmen, und wie lässt sich denn dieses Thema ins 21. Jahrhundert transponieren? Okay, also dazu muss ich sagen, dass mich die Malerei und auch die Ideologien der Romantik immer sehr fasziniert haben. In der Malerei, auch nicht zuletzt unter dem technischen Aspekt, hat mich das immer sehr fasziniert. Und die Romantik hat eben diese Wanderlust-Ideologie, sage ich mal, präferiert. Und zwar, weil die Wanderlust ja eigentlich eine Darstellung von einem Lebensweg, also entweder ein junger Mensch, der ins Leben schaut, oder ein älterer Mensch, der auf sein Leben zurückschaut. Das ist eigentlich die Idee dieser Landschaftsbilder, in der sich eben Menschen bewegen. Und oftmals ist es so, dass diese, oder in den meisten Fällen ist es so, dass diese Menschen auch von hinten dargestellt werden. Mhm. Und das habe ich schon während meines Studiums getan. Sehen wir Rückansichten, ja. Genau, Rückansichten von Menschen gemacht, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber unter anderem eben aus dem Grund heraus, dass man sich dann sehr gut in diese Situation verorten kann. Und das haben die
die Maler eben dieser Zeit auch gemacht, dass sie eben dafür gesorgt haben, dass man quasi anstelle dieses Betrachters tritt und damit in das Bild auch ein bisschen reinversetzt wird. Was mir nur auffiel, war, dass natürlich im 19. Jahrhundert auf diesen Bildern fast ausschließlich Männer zu sehen sind. Es gibt eigentlich nur Männer, die natürlich auch auf Wanderschaft gegangen sind. Und dann habe ich gedacht, das ist heutzutage anders. Wenn ich mich heute umgucke, in meinem Bekanntenkreis gibt es zwei Fälle, wo die Töchter nach der Schule ein Jahr lang ins Ausland gegangen sind, genau. Völlig selbstverständlich. Das berühmte Sabbatical nach dem Abitur. Genau, genau, ja. Genau. Oder dann irgendwie in den asiatischen Raum zum Beispiel für ein Dreivierteljahr, relativ jung auch noch. Und dann eben sich daraus zeigte, dass junge Frauen das heute genauso machen. Und das habe ich gedacht, das ist ein interessantes Thema, dass man das mal aufgreift und in die heutige Zeit transponiert. Auch letztendlich mit den entsprechenden Beispielen, wie zum Beispiel der schwere Rucksack, der getragen wurde, der heutzutage eher ein Modeaccessoire ist, ja, oder die schweren Wanderstiefel, die heute die zu Flipflops geworden sind. Ja. Also quasi dann auch so eine Art auf Flipflop zur Akropolis. Ja, bei aller malerischen Klarheit, die in deinen Bildern vorherrschen, auch bedingt durch den Realismus, ist es doch so, dass ihnen etwas sehr Geheimnisvolles anhaftet, was vielleicht nicht zuletzt daran liegt, das hast du eben auch erwähnt, der Blick ist abgewendet, geht zum Teil in eine ganz andere Richtung und die Protagonisten bewegen sich in einem offenen, undefinierten Raum. Ja. Man hat das Gefühl, obwohl diese Bilder von einer sehr hohen erzählerischen Dichte sind, entziehen sie sich doch der finalen Deutung. Ja. Ja, ich denke, das kommt sicherlich daher, weil ich eben darauf achte, den Raum eigentlich darzustellen. Das ist das Thema der meisten Bilder oder meiner Bilder ist eigentlich tatsächlich der Raum. Ich finde es interessant, den Betrachter da abzuholen, wo er ist, aber ins Bild reinzuziehen, eben ihn anstelle des Protagonisten zu setzen, das mache ich über die Rückenansichten, und die Figuren in Richtungen gehen zu lassen, in Richtungen zeigen zu lassen oder auch in Richtungen sehen zu lassen, die der Betrachter dann annimmt. Das heißt, es geht eigentlich um einen imaginären Raum, der in der Wirklichkeit natürlich gar nicht existiert. Mhm. Aber ich hole den Betrachter in die Wirklichkeit der gemalten Figuren, das versuche ich zumindest darüber, und lasse den Betrachter diesen Raum dann erleben. Weil meistens, wenn man sowas macht, dann fragt sich der Betrachter, wo gehen die hin? Was machen die denn da? Viel mehr, als sie sich fragen, wer ist denn das? Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Mhm. Jetzt haftet deinen Bildern auch eine ungeheure Sogkraft an, finde zumindest ich. Innerhalb, das ist ja was sehr Abstraktes, diese Sogkraft, gerade innerhalb dieser sehr realistisch anmutenden Darstellung. Ja. Was wahrscheinlich auch die Follower interessieren dürfte, wie lässt sich denn so eine Sogkraft materiell und technisch überhaupt erzeugen? Also wie gelingt es dir, etwas derart Abstraktes auf die Leinwand zu übersetzen? Okay, ja. Also erstmal durch Übungen, würde ich sagen. Ja, wenn Leute mich fragen, wie lange hast du für das Bild gebraucht, dann antworte ich normalerweise ja so 40 Jahre. Ja, also es ist ein Weg dahin und der ist dahingehend steinig, dass man einfach viel Zeit im Atelier verbringt. Also ich versuche über diese Bilder ja Zeit einzufangen. Das passiert dadurch, dass sie einfach auch relativ lange brauchen, bis sie fertig sind. Und ich glaube, dass der Betrachter tatsächlich das auch empfindet, wenn er sich die Bilder anschaut. Und es ist so, ich habe in meinem Leben sehr viel gezeichnet und habe mich sehr viel mit der Figur des Menschen und mit der Alltäglichkeit auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn man diese Wirklichkeit malerisch darstellt, die den normalen Betrachter eben auch normalerweise umgibt, dann holt man ihn eben da, wo er ist. Und das kann vielleicht diese Sogkraft ein bisschen erzeugen, dass ich eigentlich virtuelle Welten erzeuge, aber auf der anderen Seite eben mittels eines Realismus, der jedem auch vertraut ist und wo man ja, den man so annehmen kann. Das Bild, vor dem wir jetzt stehen, trägt den Titel Polonaise. Ja. Jetzt muss man sagen, es ist höchst aktuell in seiner Motivik und ich wage zu behaupten, es ist visionär, weil das Bild ist bereits 2011 entstanden. Mhm. Was gab den Ausschlag für die Darstellung? Was hat dich da geritten, Dirk? Okay, gut. Also es hat natürlich mit Corona tatsächlich nichts zu tun, logischerweise. Aber es hat schon mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun, die sich auch, glaube ich, in Corona jetzt zeigen. Und zwar geht es eigentlich mehr darum, wie sich die Gesellschaft verhält im Krisenfall auch. Und das bezog sich in dem Fall, also das war zumindest damals die Idee, die ich hatte, die ich damit verbunden habe, eigentlich mehr mit der Veränderung in unserer Umwelt und der Reaktion der Gesellschaft darauf. Das heißt, wir sind alle auf dem Weg auf den Abgrund zu,
es weiß auch jemand und wir laufen aber in einer freudigen Polonaise drauf zu. Blindlings rein. Blindlings, ja, blindlings vielleicht nicht. Wir sehen ja, was passiert. Wir wissen ja, was kommt. Aber wir tun halt so, als wenn wir uns schützen würden mit in dem Falle eher etwas lächerlichen Schutzmaßnahmen, nämlich mit diesen Mundschutzgeschichten so. Und das war eigentlich die Idee, die damals dahinter, die dahinter stand, die eben auch zeigt, dass die Menschen sich eben auch gegenseitig pushen auf diesen Abgrund zu, einer den anderen letztendlich, als ganze Gesellschaft. Dass das jetzt natürlich so eine Relevanz durch das Narrativ auch bekommen wurde, das konnte ich natürlich nicht ahnen zur damaligen Zeit. Ja, und wo wir beim Stichwort Visionen sind, kommen wir darauf, zu deiner ganz persönlichen Meinung. Ja. Wo bewegt sich die Malerei deiner Meinung nach hin? Sie wurde 100-mal totgesagt, ja. Ne? Aber behauptet sich nach wie vor, ja, gerade auch die realistische Malerei, ja, und können solche Geschehnisse, wie wir sie aktuell haben, inwieweit können die vielleicht sich auch auf die bildende Kunst und die Malerei, inwieweit können die das befördern oder verändern? Gut, das ist jetzt die Frage, wie visionär kann ich da sein? Aber was ich sicherlich sagen kann, ist, dass die Malerei oder die Zeichnung, glaube ich, quasi fast schon evolutionär im Menschen verankert ist. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der ganzen Welt, der nicht mal als Kind mindestens im Sand gehockt hat und mit einem Stöckchen irgendwas vor sich hingezeichnet hat. Das heißt, es steckt in uns drin, sich malerisch oder zeichnerisch zu äußern. Und deswegen, glaube ich, auch ist das eine Konstante, die einfach auch bleiben wird. Und auf unsere heutige Zeit bezogen, hat es vielleicht eher was damit zu tun, dass es auch was mit Entschleunigung zu tun hat, zu malen. Ja? Mhm. Wir sind heute alle in der Lage, in kurzer Zeit tausende von Bildern durch nur eine Fingerbewegung, sage ich mal, zu erschaffen. Mhm. Aber das braucht viel Zeit, das braucht kontemplatives in sich gehen, sage ich mal. Und das ist vielleicht was, was wir in dieser Zeit heutzutage ganz gut brauchen können und was mit Sicherheit auch Bestand haben wird. Das glaube ich, weil die Künstler das immer gemacht haben und immer machen werden. Die Talking Heads, finde ich, bilden einen perfekten Hintergrund für die Verabschiedung. Es war eine Ehre, Dirk. Vielen Dank, dass du da warst und Gesellschaft geleistet hast. Wir haben viel erfahren über die realistische Malerei und über deine Kunst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am 14. Mai wieder mit dabei seid zu unserem nächsten Video. Und dann wird der Kölner Urban Art Künstler Sei Leise uns Gesellschaft leisten. Wir freuen uns. Euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao. Ciao.